Was machen eigentlich die ganzen Leute auf Airbnb, um damit Geld zu verdienen? Nun, in diesem Video werde ich dir erklären, was eigentlich ein Airbnb-Business ist, und du wirst verstehen, dass es nicht nur einen Weg gibt, um mit Airbnb und Co. Geld zu verdienen. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei BNB Pro Hosting. Ich bin Hendrik und lass uns gleich einsteigen. Also nochmal, willkommen bei BNB Pro Hosting, dem Kanal hier auf YouTube, wo es um Airbnb, Ferienwohnungen und die Kurzzeitvermietung geht. Und ich bin Hendrik, helfe dabei, Menschen wie dir in dieses Business einzusteigen, es zu skalieren oder noch weiter zu professionalisieren. Also wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, um künftig auch auf dem Laufenden zu bleiben. Nun, das Business mit Airbnb ist eines, wo es verschiedene Wege rein gibt. Ich selber bin hauptsächlich im Bereich Arbitrage unterwegs. Was das ist, dazu kommen wir gleich noch. Tatsächlich gibt es 4 Wege, die ich dir heute aufzeigen möchte, um ein Business mit Airbnb und der Kurzzeitvermietung zu starten. Nummer 1, das ist vielleicht der Klassiker. Wenn du Immobilien besitzt oder vielleicht planst, Immobilien zu kaufen, dann kannst du das natürlich tun, hast vielleicht deine Eigentumswohnung irgendwo in einer Stadt, in einem Markt und überlegst dir, du möchtest nicht nur einen normalen Mieter haben, wo du auf Monatsbasis vermietest, das heißt, der ganze Monat hat einen Mietpreis, zum Beispiel 1000 Euro, sondern du vermietest das Ganze tageweise. Und bei der tageweisen Vermietung helfen dir Plattformen wie Airbnb oder wie Booking.com, FeWoDirect. Es gibt ganz, ganz viele Plattformen, die dich dabei unterstützen und eben dir Gäste bringen, beziehungsweise Vermieter und Gäste, die auf der Suche sind, nach tageweisen Unterkünften zusammenzuführen. Jetzt ist es so, dass du natürlich da nicht nur eine Nacht buchen kannst, sondern es gibt ganz verschiedene Aufenthalte. Teilweise mal eine Nacht, dann 2 Nächte, 3 Nächte, eine Woche, 2 Wochen. Und was du machst, ist dann eben nicht den ganzen Monat vermieten, sondern du hast eine Rate pro Nacht. Und orientieren kann man sich ganz gut an Hotelraten in deiner Stadt. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die Wohnung eingerichtet ist, denn das ist der Unterschied zur vielleicht klassischen Vermietung. Du musst deine Unterkunft möblieren. Also, du hast deine Eigentumswohnung, du möblierst sie, meinetwegen für 3, 4, 5.000 Euro und anschließend vermietest du das Ganze tageweise. Und zwar zu einem Preis von, lass uns sagen, 100 Euro pro Nacht. Und du hast eine Auslastung dann von vielleicht 70, 80, 90%, lass uns 25 Nächte, die gebucht sind, pro Monat sagen. Und dann bist du bei 2.500 Euro. Jetzt überlegst du dir, was ist denn eigentlich derselbe Preis, den du normalerweise zur Miete angeboten hättest. Das wären vielleicht 1.000 Euro, vielleicht 1.200, vielleicht auch nur 700 Euro. Und auf dem Weg hast du jetzt schon erkannt, wo der Unterschied ist. Natürlich ist die Kurzzeitvermietung mit Airbnb und Co. ein bisschen aufwendiger, aber das kann man auch sehr, sehr gut automatisieren. Also, das war der Punkt Nummer 1 bzw. Weg Nummer 1 in ein Airbnb-Business. Du hast selber Immobilien, zum Beispiel eine Eigentumswohnung oder auch ein Haus. Du möblierst es und statt monatsweise über einen Mietvertrag zu vermieten, vermietest du tageweise an Gäste über Plattformen wie eben Airbnb. Weg Nummer 2, das ist das Arbitrage-Modell. Das Modell, mit dem ich selber gestartet bin und was ich auch heute noch hauptsächlich betreibe. Denn ich habe 12 Immobilien in über 3 Ländern, mir gehört aber keine einzige davon. Denn was ich mache, ist Wohnungen anzumieten, dann zu möblieren und anschließend unter- bzw. weiter zu vermieten. Ist im Prinzip nichts anderes wie das erste Modell, nur mir gehören die Wohnungen nicht. Das heißt, ich finde Wohnungseigentümer, akquiriere Wohnungen auf dem Markt, hol mir das Einverständnis des Eigentümers ein, dass ich diese Wohnung auch untervermieten darf, möbliere die dann und platziere sie wie bei dem ersten Modell dann auf Plattformen wie Airbnb und Co. Und jetzt magst du vielleicht denken, wer macht sowas? Wenn der Hendrik da kommt und sagt, hey, ich möchte deine Wohnung mieten, um sie an Leute zu vermieten, die der Eigentümer nicht kennt, der Hendrik kennt sie auch nicht. Ja, das mögen vielleicht Sachen sein, die einem da gleich in den Sinn kommt, aber es gibt viele, viele gute Argumente, warum man das machen kann und warum das auch
Vorteile für den Eigentümer hat. Das heißt, dieses Thema Vermieterüberzeugung, das ist natürlich wichtig, aber auch da gibt es sehr gute Wege, um das zu klären. Und prinzipiell sind wir wieder beim Rechenbeispiel aus dem ersten Modell. Ich miete die Wohnung an, meinetwegen für 1000 Euro. Ich vermiete 25 Nächte im Monat zu 100 Euro. Und was in der Mitte bleibt, ist letztlich mein Ertrag. Das heißt, dem Rechenbeispiel 1500 Euro muss man natürlich noch ein bisschen Strom und Internet abziehen. Aber am Ende ist das Ganze profitabel und ein Weg, wie man sehr, sehr schnell skalieren kann, beziehungsweise wie man ein Airbnb-Business mit sehr, sehr wenig Eigenkapital starten kann. Denn was du wirklich brauchst, ist erstmal das Geld für die Möblierung, die Mietkaution und gegebenenfalls eine Miete im Voraus. Und dann kannst du eigentlich auch schon mit diesem Business starten. Weg Nummer 3 in ein Airbnb-Business ist im Prinzip Co-Hosting oder Management. Meint im Prinzip das Gleiche. Das heißt, du unterstützt andere Gastgeber oder Eigentümer dabei, ihre Wohnung oder ihr Haus zu vermieten. Sprich, wenn wir den Eigentümer aus dem ersten Beispiel haben, das heißt, er hat seine Eigentumswohnung, er hat sie möbliert und er möchte das Ganze jetzt in der Kurzzeitvermietung anbieten, dann kannst du derjenige sein, der auf diesen Eigentümer zugeht und sagt, hey, das ist dir vielleicht alles ein bisschen viel Aufwand, das ist aber mein Job, ich möchte das gerne machen. Das heißt, stell mir deine Wohnung zur Verfügung, ich vermiete sie dir, ich kümmere mich um den Check-in, um die Reinigung, ich kümmere mich um den kompletten Betrieb, mach die Vermarktung auf Plattformen wie Airbnb und Co., erstell das Inserat, mach dies, das, jenes und am Ende bekomme ich dafür eine Provision. Je nachdem, welchen Weg man beim Co-Hosting oder Management für Dritte geht, gibt es auch verschiedene Modelle. Das heißt, man kann einen Weg gehen, dass man sagt, man macht rein die digitalen Sachen, zum Beispiel Kommunikation, Inseratserstellung, Preismanagement. Aber man kann auch den anderen Weg gehen und sagen, man macht Full-Service-Management, also alles, was digital ist, plus Reinigung, Check-in, vielleicht noch Instandhaltung und je nachdem unterscheiden sich dann auch die Provisionen, die man bezahlt bekommt. In der Regel für digitales Management kann man so 15% des Buchungsumsatzes ansetzen, bei Full-Service-Management 25% des Buchungsumsatzes plus Reinigungsgebühr. Das ist also auch ein Weg, den du einschlagen kannst und wenn du vielleicht noch nicht direkt kopfüber in dieses Businessmodell starten möchtest und sagst, ich möchte das erstmal ausprobieren, dann gibt es auch da einen Weg für dich. Du kannst nämlich mit deiner eigenen Wohnung auch dieses Geschäft starten und einfach mal ausprobieren. Denn wenn du wahrscheinlich dieses Video siehst, hast du ein Dach über dem Kopf. Das heißt, du weißt, wie man eine Unterkunft findet. Du hast sie möbliert und kannst das natürlich für dich erstmal selber nutzen. Heißt, du erstellst ein Inserat auf Airbnb, machst Fotos von deiner Wohnung, holst dir, wenn du Mieter bist, das Einverständnis deines Eigentümers ab und wenn du das nächste Mal in den Urlaub fährst oder mal ein Wochenende woanders verbringst, dann stellst du deine Wohnung einfach über die Plattform zur Verfügung und entwickelst so mal ein Gefühl dafür, wie das eigentlich ist, wenn man Unterkünfte an Gäste vermietet, was da an Aufwand dahinter steckt, was dazugehört und am Ende des Tages auch, wie viel Geld bei dir unter dem Strich bleibt. Und ich hoffe, ich habe dir in diesem Video ein bisschen vermitteln können, was eigentlich ein Airbnb-Business ist, dass es verschiedene Wege rein gibt. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge zu beachten, Regulierungen, Steuern etc. Aber du solltest in diesem Video eben einfach mal verstehen, was ist das eigentlich, ein Business mit Airbnb und warum verdienen die Menschen da so viel Geld mit? Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach mal ein Like da lässt, einen Kommentar unterhalb dieses Videos schreibst und wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert, natürlich den Kanal abonnierst, dass du künftig hier über B&B Pro Hosting auch auf dem Laufenden bleibst, rund um die Kurzzeitvermietung, Airbnb und Ferienwohnungen. In diesem Sinne, bis bald und cheers!